Hello, everybody. My name is Milo. I'm going to be the camera guy today. And I just wanted to give you, before we begin, a tour of where we are here in Koh Phangan in Thailand. We've been here on this beach preparing the live stream. Joe is about ready to go with a beautiful piano concert for you all. And we wanted to show you a bit of the story here where we are. The weather has been a bit unpredictable, and so we began wanting to do the concert at a place on the beach up here where I'll show you in a moment. And we ended up choosing a completely different spot down the way because the wind and the waves were very strong. And it was really a fun day to begin preparing here. So we're in Koh Phangan, Thailand. We're on this wonderful beach on the northern part of the island. And it's a really wonderful place to bring you some music. Tomorrow's the solstice and Christmas is coming, and it feels really nice to broadcast some live, beautiful piano music for you all. So I'll turn the camera around and you can see on this beach here, we were going to be out on this island. However, the waves are very strong today and it just wasn't really possible to cross over this very powerful little section of sand. There's normally a piece of sand that connects the main part of the island to the small island there, and you're able to walk across. But today, as you can see, these very strong waves, and excuse me about the wind, I'm sorry, it's very, very powerful wind out there. And instead, we'll go back away from the wind, down onto this beach called Mehad, where we have the wonderful sea. I see some comments in German, but I'm sorry, I don't speak German, so I don't know what that means. I do apologize about the sound of the wind. We'll have a better audio in just a moment. I just wanted to give you a tour to show you where we are. It's a wonderful place and paradise here in Thailand. We have this amazing island here in the ocean full of coconuts and really nice people. And so Joe, of course, wants to connect to his music in natural, beautiful places where he feels inspired to share his beautiful musical sound by connecting to the sunset, the ocean. And like we said, you know, the waves and the wind and the rain can be unpredictable, but we're very fortunate with good weather today. So in just a few moments, we will begin the stream. Enjoy the beautiful waves and the nature. Herzlich willkommen beim Online Live Video in Thailand auf Koh Phangan. Wie ihr vielleicht in der Insta-Story schon gesehen habt, wollten wir eigentlich an einem anderen Ort spielen. Und wir hatten das auch alles gecheckt mit den Wellen, mit der Höhe des Meeresspiegels und so weiter und das Wetter gecheckt. Ja, und am Ende war es dann aber heute so windig, dass das alles komplett überspült war, sodass wir dort nicht spielen konnten. Und dann haben wir alles ganz schnell nochmal umgeschoben und sind jetzt hier, haben hier einen wunderschönen Sonnenuntergang, wofür ich echt total dankbar bin. Und auch passend zu der Umfrage, die ich in dem Facebook-Event gemacht habe, da haben nämlich mehr als 50% haben dafür gestimmt, dass ich auf jeden Fall das Lied Follow the Sun spielen soll. Und das tue ich jetzt. Follow the Sun für euch. Thank you.
wir leben ja tatsächlich gerade in sehr, sehr spannenden Zeiten. Es passiert eine ganze Menge da draußen in der Welt und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir ganz viel bei uns ankommen und uns immer wieder auf uns besinnen und auf die Natur und uns nicht so, ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig manchmal, aber uns nicht so sehr von allem, was da draußen in diesen ganzen Geräten, Radio, Fernsehen und überall passiert, sondern uns wirklich auf uns besinnen und am besten mit der Natur verbinden. Deswegen freue ich mich, dass ihr heute hier dabei seid und ich versuche das auch ganz viel hier zu machen und ich bin sehr dankbar, hier zu sein und ich hoffe euch, das hier so ein bisschen transportieren zu können. Und es gibt ein Stück, das ich gerne spielen möchte, das eigentlich sehr, sehr gut auch in dieser Zeit passt. Ein absoluter Klassiker, nicht von mir, sondern von John Lennon. Und es heißt Imagine. Thank you.
stille Nacht, heilige Nacht. Ich glaube, dieses Jahr wird tatsächlich ein ziemlich ein besonderes Weihnachten. Und obwohl gerade so vieles so etwas sehr, sehr ungewohnt läuft, bin ich doch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir alle zusammen in eine viel bessere Zeit steuern. Aber wie bei jedem persönlichen Prozess auch, wo es erstmal schmerzhaft wird, ist am Ende dann aber oft ganz viel Licht. Und ich denke, dass es dahin, dass es das ist, wo wir uns hinbewegen. Und ich glaube, wenn wir alle auch ganz viel Hoffnung da reinlegen und uns gegenseitig so gut unterstützen, wie es nur geht, auch wenn es gerade physisch nicht so gut geht, dann glaube ich, steuern wir in eine Zukunft, die wir uns jetzt vielleicht gerade noch gar nicht vorstellen können. Dazu passend ein Stück. Wir fliegen quasi in die neue Zukunft und das ist ein Stück von mir und das heißt Fly. Thank you.
Okay. Boah, Leute. Das ist echt hier mal spannend. So eine richtige Produktion hier haben wir heute für ein Live-Konzert. Super, super cool. Ich kriege hier gerade Kommentare hingehalten. Und zwar, also scheinbar scheint alles zu funktionieren. Ihr hört alles gut, ihr hört mich gut, ihr hört das Klavier gut. Sarah schreibt, ich freue mich seit Tagen drauf. Mega, mega cool. Habe ich jetzt schon ein paar Mal auch vorher gelesen. Das freut mich echt, dass wir es irgendwie doch möglichst hinkriegen können, möglichst nah jetzt zusammen zu sein, obwohl wir nicht, obwohl ich kein einziges Live-Konzert dieses Jahr in Europa spielen konnte, ist das jetzt gerade die beste Möglichkeit. Und ja, super cool, dass ihr heute beim ersten Mal dabei seid. Und Nadine schreibt, wenn Joe spielt, geht einem das Herz auf. Dankeschön, Nadine, das freut mich. Du schaust mit deiner Tochter. Liebe Grüße an euch und an deine Tochter. Thilo schreibt, wunderschön, die absolute Perfektion. Danke, Joe, dass du dieses Wunder mit uns teilst. Ja, wie schön. Ja, super, super gerne. Mache ich total gerne, freut mich mega und schön, dass es bei euch ankommt. Frau Vielfalt schreibt, mein Weihnachtsbaum äußert plötzlich ganz neue Wünsche. Er will auch nach Kupangan an den Strand. Kann ich ihn verstehen. Ja, der würde sich hier ganz wohl fühlen. Mit den anderen beiden Weihnachtsbäumen, denke ich mal, könnte das gut, ganz gut harmonieren. Kannst ja gerne mal nachher auf Facebook oder so in die Kommentare, könnt ihr ja mal Bilder schicken, wie ihr zugeguckt habt. Einfach unter dem letzten Post, den ich gemacht habe, wenn ihr Lust habt, wie es bei euch aussah oder wie euer Weihnachtsbaum aussieht bei euch zu Hause. Ich wollte auch an dieser Stelle mal Danke sagen, dass so viele Leute jetzt von euch dabei sind und auch ganz besonders für die, die gesagt haben, nee, ich nehme das Support-Ticket und ich supporte Joe und die Arbeit nochmal extra und insofern dafür auch nochmal, ja, vielen lieben Dank dafür. Und ich möchte noch ein eigenes Stück für euch spielen als nächstes. Und das ist ein Stück, das habe ich damals für meinen Opa geschrieben, als der verstorben ist. Das war tatsächlich kurz bevor ich mit diesem Klavier auf eine kleine einsame Insel in Thailand gegangen bin. Noch eine andere als hier, noch kleiner, wo noch weniger los war. Und da habe ich dieses Lied geschrieben. Das kam mir nach einer Nacht, in der ich ganz viel geträumt habe von ihm. Und ja, ich möchte das meiner lieben Freundin Theresa widmen, die leider gerade ihren Patenonkel verloren hat. Und auch allen anderen Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben. Vielleicht kann euch dieses Lied ein bisschen in der Trauer helfen und sein lassen mit dem Gefühl, aber gleichzeitig auch mit einem positiven Gefühl, so viel schöne Zeit mit diesen Menschen geteilt zu haben. Sleep well, good old man. Thank you.
Okay, hier fliegen gerade noch mal ein paar Kommentare rein. Und zwar 64, das Meeresrauschen passt sehr gut dazu. Ja, das freut mich. Und ich kann euch sagen, gar nicht so einfach, das alles hinzubekommen, dass ihr alles gut hört. Da haben wir nämlich ganz viel Zeit mit verbracht. Dass hier wirklich alles rüberkommt. Aber schön, das freut mich sehr. Und ich finde auch, das macht wirklich Spaß, auch mit da mit zu spielen und das Meeresrauschen so in die Musik einfließen zu lassen. Also wirklich zusammen mit der Natur eigentlich dieses Konzert zu spielen. Claudia sagt, die Bilder machen Lust auf Weihnachten mal wieder im Warmen. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann euch sagen, ich werde in Zukunft wahrscheinlich auch viel hier sein. Also ich hoffe, dass Reisen bald wieder möglich ist und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mal live hier dabei seid. Und ich werde hier wahrscheinlich weiterhin auch in den nächsten Jahren Konzerte spielen. Tanja sagt, ich kannte dich bisher nicht, nun bin ich Fan. Mega! Super cool, das freut mich total. Henrik. Heike hat heute Geburtstag. Happy Birthday, Heike. Heike freut sich über deine Musik. Gruß aus Brandenburg. Warte, da spielen wir ganz kurz ein kleines Geburtstagsständchen. Alles Liebe zum Geburtstag, liebe Heike. So, was haben wir noch? Joanna, das Stück Fly, ein Wahnsinn. Ich habe geweint, weil es so schwierig gerade und traurig ist auf der ganzen Welt. Danke, Joe. Ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Und das Einzige, das Beste, was ich machen kann, ist mit meiner Musik sozusagen ein paar positive Schwingungen in die Welt bringen. Und ich, wenn sie bei euch ankommen, dann gibt es nichts Besseres. Lara, gibt es die Möglichkeit, die Live-Konzertaufzeichnung käuflich zu erwerben? Das ist eine gute Frage. Da könnt ihr ja nochmal mehrere reinschreiben, ob ihr daran Interesse habt und euch dann am besten in meinen Newsletter anmelden, weil tatsächlich haben wir das jetzt bisher noch nicht so entschieden. Wäre aber möglich, wäre denkbar. Schreibt mir am besten mal in die Kommentare rein, hier oder auch bei Facebook, ob ihr daran Interesse habt. Und tragt euch dann auf jeden Fall in meinen Newsletter ein, damit, wenn ich dann eine Mail rausschicke, ihr die auch bekommt. Es folgt ein Weihnachtslied, ein Medley aus einem Weihnachtslied und einer Improvisation von mir. Thank you.
Okay, ich habe hier noch mal ein paar Kommentare. Sarah schreibt, so ein tolles, besonderes Konzert. Und momentan genau das Richtige, um sich nicht ganz so einsam mit allem zu Hause zu fühlen. Ah, schön. Das freut mich sehr. Vielen Dank dir für den Kommentar. Angelus Domini 80 schreibt, Joe, du machst uns so glücklich. Wir freuen uns, aber vor allem auch die Live-Konzerte mit dir in der Zukunft. Oh, ja. Oh mein Gott, ihr könnt nicht glauben, wie sehr ich mich darauf freue. Ach, ehrlich. Also, das ist einfach was anderes, wenn ihr alle hier vor mir sitzt und ich für euch live spielen kann an so einem Ort, ja? Oder an den anderen schönen Naturorten, wo ich gespielt habe, in den Bergen oder auf dem See mit den Dachzeltnomaden oder an diesen ganzen Orten. Und ja, mir fehlt das auch total. Und ich hoffe sehr, und ich bin aber ganz zuversichtlich, dass wir das, ich weiß nicht wann, aber dass wir das bald wieder machen können. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen durchhalten. Aber alles, was ich gelernt habe, was ich erfahren habe in den ganzen Jahren, seitdem ich ausgebrochen bin aus dem Hamsterrad sozusagen, alles von dem geht in die Richtung, mehr zu sich selbst zu finden, zur Natur, auf die Gesundheit, seine Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen, weg von den Medikamenten hin zu natürlicher Medizin, zu gesunder Ernährung und all die Sachen. Und alles, was im Moment gerade passiert, ist komplett das Gegenteil davon. Keine menschliche Nähe, möglichst ganz viele Medikamente und Impfungen und was nicht alles. Also, Leute, fühlt sich für mich einfach ganz falsch an und ich glaube, das kann nicht aufrechterhalten werden. Das ist nicht die Welt, die ich mir manifestiert habe und ich glaube auch ganz viele von euch nicht. Insofern, ich bin sehr guter Dinge, dass wir bald diese Konzerte wieder zusammen erleben können, wo auch immer auf dieser Welt das sein wird. Und bis dahin machen wir es halt auf diesem Weg. Könnt ihr ja auch mal reinschreiben, ob euch das gefallen hat, ob ihr euch das vielleicht in der Zukunft wieder wünschen würdet, so ein Konzert. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren, dann können wir das machen. Und wer interessiert ist an der Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, das zu machen und meinen Traum zu leben, hier jetzt an so einer Insel zu sein und überhaupt einfach nicht mehr in diesem Arbeitssystem sozusagen zu sein, weil ich habe, für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe 3 Jahre lang im Büro gearbeitet beim großen Automobilhersteller, jeden Tag mit Anzug und Krawatte. Und ja, darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und das Buch, das kommt am 7. Mai nächsten Jahr raus. Und es heißt My Traveling Piano mit dem Klavier um die Welt. Wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren, dann könnt ihr dieses Buch auch jetzt schon vorbestellen auf meiner Homepage. Und ihr kriegt es dann als allererste zugeschickt, sobald es da ist. Genau. Und was war das jetzt noch für Kommentare? Lara, die Klänge sind so heilsam und schenken neue Hoffnung. Super schön, das freut mich. Konstantina. Hallo Joe, vielen Dank für das tolle Konzert. Mein Sohn lernt gerade den Song All of Me am Saxophon und er würde ihn sehr gerne von dir hören. Liebe Grüße. Okay, das ist natürlich ein sehr spontaner Wunsch. Aber vielleicht können wir es möglich machen. Habe ich ganz, ganz lange nicht gespielt, das Lied. Aber ja, wir probieren es mal. Mal sehen. Thank you.
Umfrage hat noch ein anderes Lied sehr weit oben mitgespielt, und zwar ist das Halleluja. Und irgendwie passt das von der Stimmung her auch in diese Zeit. Ja, Halleluja. Wow, Leute, ich würde euch so gerne jetzt sehen und euch in die Augen sehen und so. Und ich, ja, wenn ihr Lust habt, schickt mir irgendwie Kommentare. Ich werde mir die später nochmal alle durchlesen und auch gerne auf Facebook kommentieren unter dem letzten Post. Oder schreibt mir eine Mail oder wie auch immer. Also ich freue mich, würde mich freuen, von euch zu hören. Und ja, vielleicht schickt ihr auch ein Bild mit, dann kann ich euch ein bisschen in die Augen sehen. Also, vielen lieben Dank, danke, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem letzten Stück, und es heißt Coming Home von meinem Album Follow the Sun. Thank you.
Ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles, alles Liebe. Frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit. Schaut nach innen, verbindet euch so gut es geht mit euren Liebsten. Und ja, seid einfach lieb zueinander. Seid lieb zueinander, auch wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid. Und weil der Zusammenhalt ist das Wichtigste, was wir haben. Und ganz bald wird es besser. Es kann nicht anders. Es kann nicht anders. Es kann einfach nicht anders sein. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hier bei dem ersten Online-Weihnachtskonzert aus Thailand, Koh Phangan. Und ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wie gesagt, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, bei Facebook in den Kommentaren oder per E-Mail. Würde mich mega freuen. Ich werde auf jeden Fall nachher noch zu Hause sitzen und eure Kommentare durchlesen als Ersatz für das Hallo sagen nach dem Konzert und CDs unterschreiben und so weiter. Also als kleiner Ersatz dafür freue ich mich, wenn ihr mir was hinterlasst. Auch gerne konstruktives Feedback. Was können wir noch besser machen? Wir sind alle nur Menschen. Und ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich bin super gespannt auf euer Feedback und sage Merry, Merry Christmas und auch ein frohes neues Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Und ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut. Frohe Weihnachten. Mua. Ciao.